Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Jeremy da dran mit einem neuen Video zu Assassin's Creed Syndicate. Und heute machen wir weiter das DLC, der letzte Maharaja. Und dort müssen wir für Duleb Singh nun rausfinden, wo ein Diamant ist. Nämlich der Koh-i-Noor-Diamant, den möchte Duleb Singh stehlen bei der Königin. Und mehr erfahren wir jetzt von ihm. Also, jetzt geht's in die Mission. Das ist die sechste Mission, ist fast die vorletzte oder ist sogar die vorletzte in diesem ganzen DLC. Danach geht's auch zu Jack the Ripper und in den Ersten Weltkrieg noch. Also, es fehlt noch ein bisschen was, aber erstmal jetzt hier die Mission für den Diamanten. Ich habe mich umgehört und jemanden gefunden, der vielleicht weiß, wo der Koh-i-Noor-Diamant aufbewahrt wird. Ausgezeichnet. Raubüberfälle liegen mir. Der Mann trägt den Namen Cornelius Turtibutton. Biertrinker. Was denn? Ich sehe das. Offenbar ein Freund des königlichen Goldschmieds. Wie spüren wir ihn auf? Er hält sich regelmäßig im Pub George in der City of London auf. Klingt nach einem Mann, mit dem ich es aufnehmen könnte. Mach dich nicht lächerlich. Nur die Ruhe, meine liebste Schwester. Ich werde mich auch höchst selbst darum kümmern. Kommen Sie nach Westminster, wenn Sie die nötigen Informationen haben. Das ist jetzt mal eine ein wenig anders gelagerte Mission. Wir müssen nämlich ein Trinkspielchen mit jemandem machen, nämlich mit diesem Cornelius. Der wartet da vorne in der Taverne und dann schauen wir doch mal, ob wir gegen den gewinnen und dann herausfinden, wo der Diamant ist. Und ui, hier geht schon richtig die Party ab. Die sind ja hier schon richtig gut gelaunt. Jo, dann nehme ich mir doch auch ein bisschen Alkohol. Lasst mich rein. Ich bin durch. Ich bin Arzt. Moment, ich muss hier rein. Ja, genau. Dankeschön. Wo ist denn der königliche Goldschmied heute Abend? Ein Mann trinkt nicht gern allein. Was auch immer Sie von mir wollen, ich bin nicht interessiert. Ich bin nur daran interessiert, noch ein Pint zu bestellen. Ich sag Ihnen was. Falls ich mehr vertrage als Sie, erzählen Sie mir, wo der berühmte Koh-i-Noor-Diamant versteckt ist. Sie glauben, Sie können mich unter den Tisch trinken? Ein ziemlich hoher Einsatz für eine sichere Wette. Ich betrachte also die Herausforderung als angenommen. Barkeeper, 2 Pints für uns. Und so möge der Wettkampf beginnen. Schaffe ich das? Jawohl, ich hab's geschafft. Ein Bier getrunken. Na, schaffe ich nochmal? Ja. Es klappt noch ganz flüssig. Oh, aber langsam, aber sicher bewegt sich die Kamera schon ein wenig. Uiuiui, ui, ui, es wird schwummrig. Ja, noch ein und whoop, das war's. Der nächste Morgen um etwa 10 Uhr. Na, das ging mal schnell. Oh mein Gott, was ist letzte Nacht passiert? Also so darf ich mich beim Zug nicht blicken lassen. Ich muss mich erinnern, was passiert ist. Ich weiß, ich war in einem Pub. Aber in welchem? Sonst sieht man Jack Cobb nur in Schlägereien oben ohne, aber jetzt hier nach diesem Saufspiel ist er völlig fertig. Oh, und das Bild bewegt sich richtig heftig. Ja, muss gut gewesen sein, die Nacht. Ah, Sie haben die Nacht anscheinend überlebt. Ich war nicht sicher, was aus Ihnen werden würde. Oh, hier, die sind schon wieder am Feiern und ich bin noch völlig K.O. Den zuletzt besuchten Pub erreichen. Ob ich das schaffe? Oh Gott, ich bin ja ganz schön wackelig auf den Beinen. Die feiern hier und ich habe einen Kater ohne Ende. Ja, da vorne könnte es gewesen sein. Ja, ich gehe mal besser am Bürgersteig. Bei den Kutschen weiß man nie. Oh, der scheint auch fertig zu sein. Ja, das geht aber. Und da sind wir auch schon wieder bei der Kneipe. Hoffentlich ist Cornelius noch hier. Oh oh, der ist wohl nicht mehr da. Der Barkeeper wird hoffentlich mehr wissen. Sie sind zurück. Ich dachte schon, ich sehe Sie nie wieder, als Sie zu diesem Schießwettbewerb getorkelt sind. Ein Schießwettbewerb, sehr cool. Die vorige Nacht. The Cauldron and Stewpot. Okay. Sagt mir gerade jetzt gar nichts, aber Schießwettbewerb hört sich gefährlich an. Das könnte tödlich enden. Der Name des Spiels ist... Zerschieß die Flasche? Goldrichtig. Liegt dir das? Sagst du mir, wo der Diamant ist? Zuerst musst du mich hierbei schlagen. Wie die beiden gehen, ist ja cool. Okay. Oh, oh, oh. Das mit dem Schießen wird bestimmt witzig. Ich muss jedenfalls gegen ihn gewinnen und Jack Cobb ist betrunken.
Schießen Sie nur, wenn das Ziel hervorgehoben wird. Ob das mal klappt. Dann wollen wir doch mal zielen. Das kennen wir. Und uiuiui. Ein richtiges Zielen. Ich sehe gerade. Oh, er hat zuerst geschossen. Ich glaube, ich muss mich beeilen, damit ich auch gewinne. Oh, das war nix. Ey. Das ist ja schwierig. Jetzt haben wir endlich mal einen erwischt. Oh, welch ein Jammer. Ich erwisch nichts. Aha. Die da noch, komm. Und wenn wir zurückschwanken, dann. Ich glaube, wir haben. Du bist ein guter Schütze. Besser als ich es erwartet hätte. Du bist ein guter Schütze. Ist klar. Hauptsache, wir haben Spaß hier. Und die nächste Schussübung. Jawohl, noch ein paar mehr von den Dingern. Also, wieder zielen hier. Und, na, wann geht's los? Jetzt. Jeder war schnell hier. Ja, ein ziemlich guter Schütze. Da war ich endlich mal ruhig und schon treffe ich auch gut. Aber irgendwas fehlte noch. Ach, die hat er jetzt schon wieder. Du bist ein guter Schütze. Besser, als ich es erwartet hätte. In diesem Pub sind wir fertig, aber diese Nacht ist noch lang. Ab ins Bricklayers Arms mit dir, Johnny Boy. Folge mir. Ich bin Jacob. Und es geht in die nächste Kneipe. Wir sind gerade in der einen fertig. Jo, die haben wir leer gemacht, also holen wir uns noch was in der nächsten. Was passiert jetzt da? Jetzt spielen wir Schach oder so. Nee. Oh. Jack, hast du das gesehen? Wer war das? Wer war was? Boah. Ach, egal, Cornelius. Sag mir einfach, wo der Diamant ist. Jemand hat's verschüttet. Irgendein Bastard hat mein Bier verschüttet. Hör mal. Bier. Schon gut. Ich finde den Verantwortlichen. Boah, was Jacob für einen Strahl hatte. Das war ja ein richtiger Sprintbrunnen. Jetzt, also sehr cool. Oh, und jetzt müssen wir den wahren Täter beschuldigen. Ich muss also rausfinden, wer das Bier verschüttet hat, damit er mir sagt, wo der Diamant ist. Und das ist so ein bisschen die Groschenromane, der DLC dafür. Da muss man auch was rausfinden. Ein Kartenspiel, kürzlich gespielt, okay. Wir müssen mit drei reden und noch Hinweise finden. Beim Jupiter, jemand ist Drink verschütten? Warum sollte ich so etwas Hundsgemeines tun? Traurige Haufen. Sie werden zwar immer weniger, aber sie terrorisieren die ganze Gegend. Ein Spiel für die Geschichtsbücher, sagt man. Viel Schweiß, Blut und Tränen letzte Nacht. Diese Blighters ziehen eine richtige Show ab. Sie verlassen den Spieltisch gewöhnlich mit vollen Taschen. Na, zum verschütteten Bier hat das jetzt überhaupt gar nichts beigetragen. Charles Dickens war jetzt also nicht so informativ für uns. Aber ich kann auch mit ihm hier selber nochmal reden. Ist das? Ich habe mit diesem durchgeknallten Trottel Dickens geredet. Als ich mich umdrehte, war mein Drink verschüttet. Ich wette gutes Geld, dass diese Blighters dahinter stecken. Was ist mit denen? Ich hasse diese Bastarde. Sie terrorisieren mich immer. Du musst was gegen sie unternehmen. Du hast den falschen Mann. Ich habe seit Ewigkeiten kein Kartenspiel angefasst. Der hat also schon mal Probleme mit den Blighters. Und die sind... Ja, da vorne stehen ein paar. Das ist der leere Bierkrug. Das Bier wurde über den Boden verschüttet. Okay. Und da sind auch Fußspuren. Ja, mal gucken, wo die hinführen. Dann wissen wir auch, wo der Täter hingelaufen ist. Das Schlimmste, was ein Mann einem anderen antun kann. Man muss schon einen echt fiesen Charakter haben, um so etwas zu tun. Das Spiel letzte Nacht? Wieso? Ich habe fair gewonnen. Falls Cornelius sich deswegen noch immer aufregt, verdient er eins auf die Rübe. Sein Geld gehört mir. Daran wird er sich wohl gewöhnen müssen. Jo, Brutus sagt also, das wäre schlimm, wenn man ein Bier verschüttet. Dann wird der es wohl nicht gewesen sein. Ich gehe jetzt einfach mal auf gut Glück den Spuren hinterher, weil sonst kriege ich keine Informationen mehr. Sprechen Sie die Anschuldigung aus. Und die gehen sofort wieder zurück. Ja, das kann ja nur er hier gewesen sein. Er selber hat sein Bier verschüttet. Gehe ich jetzt mal schwer von aus.
Du glaubst, ich verschütte mein eigenes Bier? Ungeheuerlich! Warte, vielleicht hast du recht. Da ist er! Komm, kämpf mit mir wie ein Mann! Hoch die Fäuste! Oh, jetzt werden sie doch noch bösartig. Jetzt müssen wir uns wohl doch noch schlagen mit denen. Aber was passiert jetzt? Es wird gerade alles dunkel. Jo. Scheiße, ich will die Scheiße aus dir raus. Boah, was ein Spruch. So muss das sein. Wenn dann richtig. So, erster ist schon wieder weg. Haut der zu. Eieiei, das sind ja Schläge, du. Der wird einem ja ganz hungrig. So, jetzt bin ich dran. Zack, jawoll. Wir verschwinden lieber, bevor sie noch einen Nachschlag wollen. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Das war ein wenig beunruhigend, nicht wahr? Ich glaube, mir speit übel. Dafür ist keine Zeit. Ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich glaube nicht, dass ich gehen kann. Das ist doch ein Scherz. Das ist ja so cool. Das ist mal ein typischer Kölner Samstagabend hier. Also total geil gemacht. Und wir müssen ihn nach Hause eskortieren. Aber er kann laufen. Er hat gerade noch gesagt, er könnte nicht laufen. Es klappt aber einigermaßen. Und her damit! Hilf mir! Womit habe ich das alles nur verdient? Ui. Jetzt wird er auch noch überfallen, so betrunken wie er ist. Oh Gott, wie soll ich den denn jetzt treffen? Na, das wird ein Zielen werden. Guck mal weg. Geh mal runter. Oh, Joseph, ich bin so froh, einen Freund wie dich zu haben. Ja. Das hat doch super geklappt. Und schnell hinterher, sonst ist er gleich weg. Wo läuft er denn hin? Du bist doch der Trottel aus dem Park! Was habt ihr jetzt davon, eure Nasen in unsere Angelegenheiten zu stecken? Bindet den Bastard! Jawoll! Das kann man sich ja nicht gefallen lassen. Die sind auch Level 10, also relativ stark. Wir hatten echt Spaß. Wir sollten das jede Nacht machen. Redest du immer noch? Ich habe es wohl etwas übertrieben. Und wenn, ich schlaf das weg. Ich schlaf das weg. So muss das sein. Ich weiß allerdings immer noch nicht, wo der Diamant ist. Der soll man jetzt langsam mit der Sprache rausrücken, sonst haben wir ein Problem. Ich finde ja lustig, dass das mal eine ganz andere Quest ist, statt immer nur schleichen und töten. Hier wohne ich. Du kannst echt eine Menge vertragen. Vielleicht sogar mehr als ich. Oh ja. Und vergiss das bloß nicht. Dann gute Nacht, Julia. Ach, warte. Oh, und schon wieder ein Filmriss. Der nächste Morgen um etwa 10 Uhr. Okay, jetzt sind wir wieder an dem Morgen. Hatten wir eben schon mal. Da waren wir in diesem Wagen drin. Und wo sind wir jetzt? Cornelius' letzten bekannten Aufenthalt. Wenigstens wissen wir, wo wir ihn finden. Ort erreichen. Ach so, das war jetzt der Morgen, wo ich aus dem, aus dem Ding raus bin. Aus dem Wagen zur Kneipe gegangen bin und jetzt gehe ich weiter da, wo er wohnen müsste. Aha. Und hier habe ich ihn letzte Nacht hingebracht, also hier müsste er jetzt irgendwo sein. Wo ist dieser Idiot Button? Ja, wo ist er denn? In seinem Haus gehe ich mal schwer von aus. Okay, ich würde sagen, der hat sein Bett nicht gefunden, wie der da hochkommt. Also, Betrunkene finden echt coole Orte, wenn sie nichts mitkriegen. Jo, da haben wir ihn. Jetzt müssen wir ihm nur noch runterhelfen. Na komm. Geil. Wie bist du hier hochgekommen? Ich hab dich heimgebracht. Jacob? Na endlich. Nun sag schon. Wo ist dieser verfluchte Diamant? Zählt das streng genommen überhaupt als Sieg? Schon gut, schon gut. Er ist im Tower of London. Überraschung. Er wird dort verbleiben, bis die heutige Gala endet. Und dann wird er zum königlichen Goldschmied zum Feinschliff geschickt. Vielen Dank. Buttons? Jetzt warte mal einen Moment. Voll die geile Mission. Ich würde sagen, wir wissen jetzt, wo der Diamant ist und damit können wir im nächsten Let's Play auch mit Dulep singen oder mit Eevee in den Tower und werden uns dann mal den Diamant besorgen. Und jawohl, den richtigen haben wir erwischt. War eine sehr lustige Mission, der gebe ich volle Sterne. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Dann macht's mal gut, bis demnächst. Bye, bye.